Firmen und Unternehmen ändern immer mal ihr Logo. So, das ist ganz normal, das ist so deren Ding, um mit der Zeit zu gehen und einfach um cool und hip zu bleiben und so. Aber immer häufiger kommt es dazu, dass diese Designänderungen einfach schlecht sind. Und das nervt mich viel zu sehr, als es eigentlich sollte. In diesem Video werde ich mit euch über Logo-Design sprechen. Ich werde versuchen, das Video in mehrere Kapitel einzuteilen, aber wahrscheinlich werde ich in ein paar Minuten komplett vom Thema abweichen, denn ja, so funktioniere ich nun mal. Als Google ihr Logo von dieser Serifenschrift zu dem hier geändert haben, war es wirklich der absolute Weltuntergang. Wirklich jeder hat es gehasst. Es sah einfach kindisch aus und auch mit dieser Animation, wie Kinder mit Kreide dieses Logo auf eine Tafel malen. So, Google denkt einfach, dass ich als User so komplett dumm bin. Dann ist mir was eingefallen. Ich bin komplett dumm. Denn wenn man irgendetwas wissen will, dann googelt man danach. Dann schlägt Google einem ein YouTube-Video vor. Weil YouTube gehört ja irgendwie auch zu Google und dann guckt man sich ein YouTube-Video an, bis Google einen daran erinnert, dass man ja gerade eigentlich einen Termin hat und dann nutzt man irgendwie Google, um gerade zu dem Termin zu fahren. Wirklich, wir nutzen ja den ganzen Tag über Google. Ich habe das Skript zu diesem Video in Google geschrieben. Google ist einfach alles mittlerweile. Und dieses alte Logo hat ja funktioniert. Also warum dann ändern, frage ich mich. Wenn der einzige Hintergedanke der war, das Logo einfach zu vereinfachen, dann würde ich sagen, haben sie alles richtig gemacht. Als Google dieses Redesign 2015 vorgestellt hat, hat es wirklich in der Designwelt einen riesen Trend losgetreten, nämlich die Übersimplifizierung von allem einfach. Die Vereinfachung von komplexen Designs ist mittlerweile so normal geworden, jede Firma macht das einfach mittlerweile. Ich kann euch ein paar Beispiele nennen. Twitter, TikTok, BeReal, Threads, Uber, Behance, Join, Soundcloud, Trade Republic und so weiter und so weiter. Fällt euch da vielleicht ein gewisser Designtrend auf? Warum sollte man auch einen Hauch von Kreativität zeigen, wenn man einfach das machen kann? Aber es gibt noch viel mehr Redesigns, die einfach komplett komisch sind. Pringles zum Beispiel. Ich weiß nicht, was sie mit dem gemacht haben. Die haben ihrem Dude einfach viel zu viel weggenommen. Der sieht ganz schlimm aus, der Bro. Mozilla Firefox ist jetzt einfach nur noch ein orangener Kreis. Und der Internet Explorer sieht einfach aus wie dieses letzte Selbstporträt von Pablo Picasso gefühlt. Und ich verstehe das wirklich nicht, weil diese Firmen haben all das, was sie einzigartig und besonders macht, einfach genommen und über Bord geworfen. Weil sie ja jetzt mit der Zeit gehen wollen und hip und modern sein wollen. Aber bei Pringles zum Beispiel denke ich mir, Bro, die verkaufen fucking Chips. Warum müssen die jetzt unbedingt einen auf hip und modern machen? Das Pizza Hut Logo sah jahrelang genau gleich aus. Irgendwann haben sie nur diese komische gelbe Linie entfernt, warum auch immer. Und dann haben sie es irgendwann komplett geändert in diese absolut komische, hässlichere Version von dem, was sie davor schon benutzt haben. Doch dann haben sie ihr uraltes Logo aus den 60er Jahren oder so wieder rausgekramt, das ein bisschen modernisiert und das wiederverwendet. Aber ich finde das wirklich mit am besten, muss ich zugeben. Sieht schön clean aus, du hast keine wilden 3D-Grafiken oder so. Ist schön flach, schön clean, aber trotzdem nicht so unkreativ. Burger King zum Beispiel hat genau denselben Move gemacht. Die haben ihr uraltes Logo von 1969 wieder rausgekramt. Wobei wir uns da, glaube ich, alle einig sind, dass das ein Downgrade ist, oder? Ja, und es ist verständlich, warum sie das machen, weil dieser Trend funktioniert einfach. Und ich habe nochmal eine kleine Liste gemacht mit Firmen, die ihr Logo unbedingt wieder ändern sollten. Instagram. Mal ganz ehrlich, warum mussten wir uns von diesem Logo verabschieden? Vor allem in der heutigen Zeit wäre das schon wieder so vintage, retro, würde eigentlich immer noch ganz gut funktionieren. Aber nee, wir haben ja jetzt dieses flache, runde Logo mit diesem Farbverlauf, der so aussieht, als würde ich einen Eistee von Capital Bra kaufen. Das Minecraft, beziehungsweise das Mojang-Logo von früher. Schön clean auf weißem Hintergrund, gute Schrift. Mit dem Logo daneben perfekt. Doch als sie von Microsoft aufgekauft wurden, haben sie die Schrift geändert in diese Schrift, die einfach so aussieht, als wäre sie irgendwie so Schweizer Käse oder so. Einfach komplett durchlöchert und komisch. I don't know. Sieht einfach weird aus. Nokia, finde ich, sollte unbedingt ihren Fisch wiederholen, weil ich habe keine Ahnung, was sie damals 1865 gemacht haben. Aber bringt doch bitte den Fisch zurück. Hashtag bring back the fish. Und als letztes Taco Bell. Weiß gar nicht, ob es das hier in Deutschland gibt, aber was für eine Scheiße habt ihr bitte gemacht? Legit, jeden deren älteren Logos würde heute tausendmal besser funktionieren als das aktuelle von denen. Und Taco Bell, wenn ihr das seht, ich finde übrigens, dass euer Logo von 1992 das absolut Beste ist. Stopp! Gehörst du zu den 15%, die dieses Video gucken und mich noch nicht abonniert haben? Dann tu mir doch bitte den Gefallen und abonnier den Kanal, einfach damit ich mal irgendwann mit YouTube Geld verdienen kann und mir mehr Glurax kaufen kann. Falls ihr noch mehr Content von mir wollt, schaut auf meinem zweiten Kanal vorbei oder lasst ein Follow auf Twitch da für regelmäßige Livestreams. In diesem Sinne, gute Weiterfahrt. Ein wichtiger Grund, warum ich glaube, dass so Retro-Logos gerade so ein Comeback erleben, dass ich denke, dass diese Ära von Modernisierung
ein bisschen zu einem Mangel an Identität führt. Zumindest für die meisten Marken. Denn, du kannst es dir nicht ausdenken, aber jede Firma verwendet heute die exakt gleiche Schrift, die exakt gleiche Textdicke. Alles sieht einfach gleich aus. Ich finde, da verliert man einfach komplett ein Gefühl dafür, was diese Firma ausmacht und wo sie herkommt. Nehmen wir zum Beispiel mal Intel. Intel hat sich dazu entschlossen, diesen geschwungenen Bogen, den wirklich seit 2005 ihr gesamtes Logo ausmachte, einfach wegzuschmeißen. Sie änderten ihren Schriftzug in wirklich die generischste, langweiligste Schrift, die sie hätten finden konnten und haben sich dazu entschieden, das Einzige, was unser Logo jetzt noch besonders macht, ist dieses kleine blaue Quadrat. Das war's. Sie nahmen diese Designänderung vor und der Aktienkurs ist komplett abgeschissen. Ist das ein Zufall? Ja. Ist es. Die Marke Kraft ist zum Beispiel auch ein gutes Beispiel. Stellt euch vor, Kraft würden alle Merkmale, die dieses Logo einzigartig und besonders macht, einfach rausstreichen. Ne, der blaue Schriftzug, der rote Rahmen, all das machen wir einfach weg. Und dann stellt euch vor, dass sie ihren Fehler eingestehen und direkt wieder rückgängig machen. So, als wäre nichts gewesen. Denn genau das ist passiert. Ich würde ja sagen, if it ain't broke, don't try to fix it. Wirklich, ich finde, man muss das Rad nicht unbedingt neu erfinden. Vor allem nicht, wenn das Rad sehr, sehr gut läuft. Beziehungsweise rollt. Es ist doch irgendwie immer wieder lustig, wie so ein milliardenschweres Unternehmen sich dazu entscheidet, deren Design umzustellen. Ein richtig, richtig teures Redesign. Nur damit es einfach ein kompletter Reinfall wird. Tropicana zum Beispiel ist auch ein sehr gutes Beispiel. 2009 haben die ihre Orangensaftpackungen neu designt. Und dieses Redesign hat denen 35 Millionen Dollar gekostet. Und allein diese Designänderung führte dazu, dass sie 20% weniger Orangensaft verkauft haben als vorher. Wer dachte denn bitte, dass das eine gute Idee sei? Und was ist an diesem alten Design denn so verkehrt? Warum muss man das unbedingt ändern? Und da wundert es mich auch nicht, dass sie genau einen Monat danach einfach das alte Design weiter benutzt haben. 35 Millionen Dollar. Einfach mal rausgeschmissen. Und da ist es genau dasselbe. Wenn es funktioniert, dann muss man das Rad nicht unbedingt neu erfinden. Vegemite hat zum Beispiel ein paar ihrer Produkte umbenannt in iSnack 2.0. Also ich mache keine Witze. Ich weiß nicht, was für ein Walter White, New Mexico Shit die Typen da geraucht haben. Aber davon würde ich gerne mal was probieren. Ich glaube, was Firmen verstehen müssen, ist, dass es ja Möglichkeiten gibt, auf die Geschichte des Brandings des Unternehmens aufzubauen, ohne es komplett zu zerstören. Android hat das zum Beispiel ganz gut gemacht. Ja, die haben ihr Logo einfach ein bisschen gestrafft, ein bisschen Fett weggeschnitten. Aber das Wichtigste haben sie behalten. Nämlich dieses lustige grüne Männchen, was es schon immer gab. Versteht mich nicht falsch, diese Schriftart ist genauso klischeehaft und 0815 wie jede andere auch. Aber immerhin ist dieser kleine grüne Freund noch da. Warner Brothers hatte einer der besten Logo-Redesigns, wie ich finde. Man muss auch wirklich mal sagen, dieses Logo ist so uralt, das kann man auch dann mal redesignen. Sie haben einfach diese berühmte Form dieses Emblems komplett beibehalten und sie haben dem neuen Logo noch Platz gelassen zum Atmen und für weitere Anpassungen. Und das ist einfach sehr, sehr gut. Ich finde, das ist ein sehr, sehr gutes Beispiel für ein gutes Redesign einfach. Gap auf der anderen Seite. Heilige Scheiße. Das ist wirklich ein Exemplarbeispiel, wie man es nicht macht. Dieses Redesign hat den Leuten von Gap irgendwas um die 100 Millionen Dollar gekostet und sie haben es nach einer Woche komplett wieder verworfen. Verständlicherweise, weil sie haben ja ein komplett perfekt funktionierendes und etabliertes Logo genommen und es in ein amerikanisches Software-Startup-Logo verwandelt. Wenn man das Logo einfach mal neben ein paar andere Tech-Unternehmen stellt, dann würde man im Leben nicht darauf kommen, dass es das Modelabel von Kanye West ist, oder? Ey, und das ist wirklich was, was mich nervt. Alle wollen so cool, modern und hip sein und im Endeffekt sieht alles gleich aus. Jeder schmeißt sämtliche Art von Kreativität und Individualität weg und geht einfach mit diesem Mainstream mit. Ich verstehe ja, dass man irgendwie mit der Zeit mitgehen will, aber können wir uns wenigstens bitte alle darauf einigen, dass wir nicht einfach alle dieselbe fucking Microsoft Word Standardschrift benutzen? Das ist ja kein Witz, das ist ja basically einfach Arial. Manche Firmen sind ja so wild und benutzen ja wenigstens noch Farbe. Aber der Scheiß hier sieht einfach komplett gleich aus. Ich glaube, ich werde gleich ohnmächtig, Alter. So, ich habe mich jetzt sehr lange sehr, sehr doll aufgeregt. Sorry dafür. Aber ich finde, man kann wirklich mittlerweile sagen, dass die ganze Designwelt mittlerweile sehr eintönig und leider sehr langweilig geworden ist. Weil ich weiß noch, ich habe früher, wo ich irgendwo lange warten musste beim Arzt oder beim Friseur oder so, immer damals auf meinem Samsung Galaxy S3 ein Spiel gespielt, das hieß Logo Quiz. Und da war halt immer das Logo ohne Text und man musste erraten, welche Firma das war. Und ich glaube, das hat damals zum ersten Mal mein wirkliches Interesse an Design geweckt. Und ich mache Grafikdesign ja auch so ein bisschen beruflich. Das heißt, ich würde mir jetzt mal ganz egoistisch einfach sagen, ich weiß zumindest ein bisschen, wovon ich spreche. Design ist einfach so ein wichtiger Teil unseres Lebens geworden. Und ich persönlich möchte einfach, dass Marken oder Produkte einfach wieder cool aussehen und mich irgendwie zu irgendwas inspirieren. So. Ich hoffe, ich konnte euch dieses Thema irgendwie spannend so ein bisschen gestalten.
Schreibt gerne mal in die Kommentare, wie ihr das fandet. Und es gibt noch eine Sache, die ich euch mit auf den Weg geben möchte. Limited Time Flavor Lay's Wavy Funyuns Onion Flavored Funyuns Onion Flavored Rings. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Macht's gut. Ciao.